Willkommen zu Swap Short, der letzten Ausgabe für das Jahr 2017. Und wir machen gleich so einen kleinen Rückblick auf das turbulente Jahr 2017. Quatsch, jedes Jahr ist turbulent. Denn wir haben immer noch keine Bundesregierung im Gegensatz zu Österreich. Was sagt denn eigentlich Mutti dazu? Was zügig ist, das will ich jetzt nicht quantifizieren. Ich will nur sagen, es ist nicht so, dass wenn man jetzt mal Deutschland verlässt, die Menschen den Eindruck hätten, dass es hyperschnell geht bei uns. Treffe ich keinen. Ja gut, wir haben Zeit. Zeit jetzt mal zurückzublicken auf die paar dümmsten Aussagen von Politikern aus dem letzten Jahr. Numero uno, da hätten wir unsere Flinten-Uschi. Wenn meine eigenen Kinder zur Bundeswehr gehen wollten, dann und es wäre ein Auslandseinsatz notwendig, dann würden sie mitgehen müssen. Und ich würde genauso zittern und bangen wie jede andere Mutter. Ist jemand bei der Bundeswehr von Ihren Kindern? Nein. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wie die FDP sich eigentlich Jamaika vorstellt. Wenn man über Jamaika spricht und die Augen schließt, dann sieht man einen Sandstrand, dann sieht man, hört man Reggae-Musik. Er Ehrlich? hat links einen Cocktail in der Hand, rechts vielleicht noch einen Joint und das ist dann Jamaika. So denkt Jetzt die nennen wir, FDP, wenn jetzt sie an nennen wir, Jamaika jetzt nennen denkt, wir echt. So denkt die FDP, wenn sie an Jamaika Und jetzt denkt. wachen wir auf. Ja, Sie wissen ja, wir sind für die Legalisierung, Herr Söder, da müssen Sie jetzt durch. Wenn es Ihnen hilft, wenn es Ihnen hilft, die wenn es Ihnen Zehntel hilft, es haben wir schon leichter mal zu nehmen, abgehakt. Haben wir schon mal wenn es abgehakt, Ihnen hilft. wunderbar. Und jetzt last but not least, unser heißgeliebter amerikanischer Freund Donald Trump über Umwelt. Who's going to protect the environment? They will be fine with the environment. We can leave a little bit, but you can't destroy this. Zum Abschluss nochmal Andrea Nahles. Und ich sage euch eins zu. Wir verschenken nichts. Wir haben alle Punkte aus guten Gründen in unserem Wahlprogramm. Und wir müssen hart reden mit denen. Denn die haben in der letzten Kurve schon nach Jamaika geblinzelt und Teilzeit, Vollzeit nicht mehr gemacht und die Solidarrente einen unschönen Tod sterben lassen. Ja, weil sie nämlich gedacht haben, sie brauchen uns nicht mehr. Aber die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist Belgi, sage ich da auch nur. Das war schon von dem Snapshot und ich würde sagen, allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss und auf Wiedersehen.